Hallihallo, eine weitere Episode meines Assembler Tutorials. In dieser Episode werden wir jetzt zunächst mal ein paar Programme bei uns installieren, damit wir überhaupt mal anfangen können mit der Turbo Assembler Programmierung. Und zwar brauchen wir zunächst mal den Turbo Assembler. Das ist leider ein bisschen ein Problem heutzutage, da noch eine passende Version zu finden, also diese Version 3.2, die im Internet noch zu finden. Das ist ein bisschen tricky, ich habe es aber geschafft, euch zu finden, und zwar schreibe ich das in die Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter TASM-Editor, das interessiert uns aber eigentlich gar nicht alles, sondern was für uns eigentlich wichtig ist, ist nur ein Folder da drin, wenn ihr euch das gedownloadet habt und eben mit einem passenden Programm entrart habt. Nennt man das so bei RAR, ich nehme mal an, dann findet ihr hier einen Ordner, der heißt TASM, und das ist der einzige Ordner, der eigentlich für uns interessant ist. Hier nehmt ihr jetzt alle Dateien einfach, alle die da drin sind, und geht zum Beispiel mal auf eure C-Platte, es ist wirklich vollkommen egal, ich habe jetzt direkt auf meiner C-Platte einfach einen Ordner gemacht, den ich Assembler genannt habe, da packt ihr einfach mal alle Dateien rein. Fertig im Prinzip schon. Wenn wir jetzt das Ganze allerdings ausführen wollten, dann würde eine Fehlermeldung kommen, dass das Ganze eben unter unserem Windows nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir hier noch ein zweites Programm, nämlich die sogenannte DOSBox. Auch diese DOSBox ist kein großes Problem, die zu installieren. Da habe ich euch einen Link in der Videobeschreibung, das führt zu Chip. Da könnt ihr euch die downloaden und dann einfach ganz normal installieren. Das ist wirklich kein Hexenwerk, das sollte jeder von euch schaffen. Was dann allerdings vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen könnte, wenn ihr das Ganze ausführt, dann sollte das so aussehen, zumindest in der Version 0.7.4, in anderen Versionen, die danach kommen. Irgendwann wird es wahrscheinlich nicht allzu sehr anders aussehen, falls doch, dann bitte in die Videobeschreibung packen, dann lade ich mir das mal runter und gucke es mir an. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erst in dieser DOS-Box vom normalen Betriebssystem eine Partition mounten. Das heißt, wir machen einfach für die DOS-Box diesen Ordner, den wir hier angelegt haben, überhaupt erstmal wirklich zugänglich. Das geht mit dem Befehl, also wenn ihr es das erste Mal startet, sieht es so aus, und da schreibt ihr dann einfach rein mount, dann ein Partitionsname, den ihr wählen wollt, zum Beispiel C. Dieser Partitionsname hat nichts mit einem echten Pfad zu tun, also wenn ihr das jetzt irgendwie auf eure D macht oder sonst wo, das hat damit nichts zu tun, sondern schreibt einfach C hin und dann den im eigentlichen Betriebssystem da den Pfad nehmen. Also in dem Fall kann man hier oben sehen, es ist C:\Assembler, und das schreiben wir einfach hin, C:\Assembler. So, und dann haben wir diesen Ordner erfolgreich als Partition in unsere DOSBox reingemountet. Und um dahin zu wechseln, schreiben wir einfach C:\ und sind jetzt in diesem Ordner drin. Und hier können wir dann tatsächlich dann auch richtig auf die einzelnen Dateien, die wir hier eben gemacht haben, zugreifen. Gut, das war's schon wieder zu dieser Episode. Die zwei Sachen braucht ihr, also einmal dieses TASM. Wichtig ist, dass es hier nicht nur ein TASM drin ist, sondern auch ein T-Link. Das wird gleich noch wichtig sein in den anderen Episoden. Genau, aber die zwei braucht ihr und dann eben noch diese DOS-Box. Gut, das war's zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.